Hallo hier, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu We Were Here Together mit dem lieben Lutz und mir, der Mushroom, hier bei uns auf dem Pixeln-Kanal. Hallo, Lutz! Ich würde jetzt am liebsten rumschreien, darf ich aber nicht, weil sonst übersteuert. Hallo! Sie wird brutal übersteuert. Ja, Leute, ist schon eine ganze Weile her, seitdem wir die letzte Folge rausgehauen haben. Da kam viel dazwischen. Und auch Unlust. Aber jetzt haben wir wieder Bock, unser Gehirn kaputt zu machen mit We Were Here Together, mit den super krassen Rätseln für die Big Brain Boys. Und die Big Brain Boys, das sind wir. Und wir sind jetzt hier in Kapitel 8, in diesem komischen Raum. Lutz ist auch in irgendeinem Raum und wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Ja, siehst du irgendwie was so jetzt nice sein könnte zu wissen, weil ich... was war das? Ich habe gerade irgend so eine kleine Lampe aktiviert, die Lampe sieht aus wie ein Kristall, so lila. Konnte ich gerade aktivieren und jetzt ist halt irgendwo... Ich kann sie aber jetzt nicht mehr weiter bedienen, ich konnte sie jetzt nur einmal bedienen und fertig. Ja, ich habe hier so ein Buch, da steht irgendwie drin, wenn du ein... Ich kann es halt irgendwie nicht so richtig sehen. Also das ist so eine... Da oben sitzt so ein Vaselinernes drauf und da geht so ein Schlauch nach unten auch. Und dann geht dann so ein Pfeil weiter nach unten auf so eine Art... Ich weiß nicht, ob das ein Kristall oder ein Behältnis ist. Und da steht halt, man soll das nicht anpacken. Ja gut, Arnold. ja. Aber dieses Ding, was du meinst, mit dieser lila Kugel oben, mit dem Schlauch nach unten und da steht ein Buch drin mit einem P, habe ich auch bei mir. Und ich habe mehrere solcher Kristalllampen bei mir. Ja, also dieses mit dem P, das habe ich hier, aber ich habe hier auch so ein Handbuch dazu. Ich habe ein komisches Bild aufgenommen mit so einem komischen Dude drauf, mit ESP irgendwas steht da drauf. Also so drauf gekritzelt. Warte mal, hier steht irgendwas von, wenn diese Lampe leuchtet. Dann ist hier so ein Objekt, was wie gesagt aussieht wie so ein Behältnis oder so. Und nur wenn es leuchtet, musst du was mit dem Behältnis machen, dann leuchtet das Behältnis selber und dann kannst du diesen Tresor entriegeln, also diese. Okay, also quasi du hast die Anleitung und ich muss das jetzt richtig machen. Ah, ich habe hier auch ein Buch. Warte mal ganz kurz. Ich habe hier halt auch noch so ganz viele andere Sachen, die ich so machen kann. Ich kann ja so viele Sachen aufsammeln, die placen. Also wirklich so positionieren irgendwie, zum Beispiel auf dem Kamin. Hier ist zum Beispiel ein Schallplatten. Wie lässt er das Buch nochmal los? Ich gucke gerade ein Buch an, wie lässt er das los? Ah, ich hab's gefunden, okay, Escape. Ich kann hier mehrere komische Tierbilder aufsammeln. Ich denke mal, das sind so Placeholder, ich weiß es aber nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Sanduhr und einen Globus. Eine Sanduhr und einen Globus. Ich sammle mal ganz kurz alle Bilder ein, die ich hier habe. Ich habe jetzt zum Beispiel auch so ein Bild mit diesem... wie heißt der? Vader, Gott, Gode, Wert, Wart, keine Ahnung. Weißt du, da steht auch Nepius, Nepius, Nepius. Irgendwie sowas steht da drauf. Ich habe hier auch ein Bild, das halt, also mit so einem Adligen, ich sag mal so, oder so ein Alchemisten oder sowas, weil er halt so ein Trank quasi in der Hand hat und drauf gekritzelt steht ESP, aber in der zweiten Zeile steht IAN. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und ich habe sehr viele Tierbilder jetzt aufgesammelt noch. Ja, das 1- und 2-Zahl habe ich auch. Und da steht halt bei mir N-E-P-I-A-S. Jetzt habe ich irgendwie so einen mechanischen oder so einen Würfel aufgesammelt. Ihr seht schon, lieber Zuschauer, das Spiel ist einfach... Ah, lull, hier ist eine Uhr. So eine Kuckucksuhr und auf der Seite sind so drei so Regler. Und unten ist ein Knopf, den ich drücken kann. Ja, ich habe auch diese Standuhr mit diesen
drei, das sind, keine Ahnung, das sind einfach nur so Bilder oder so halt so draufgesetzt. Und ich kann dir sagen, wie viele Striche jeweils die Dinger haben. Ja, ich habe auch Striche. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, also zum Beispiel oben habe ich, glaube ich, 4 Striche, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 in der Mitte und 3 unten. Okay, habe ich auch, genau so. Aber ich kann halt nichts damit machen. Ich kann die Uhr auch nicht abspielen oder so. Oder irgendwas betätigen. Also ich kann sie drehen. Ich weiß jetzt nicht, ob... Also kannst du die Teile drehen, diese Zeiger, oder nicht? Die Zeiger kann ich nicht drehen, nein. Ich kann gar nichts mit der Uhr machen. Also jetzt diese drei mit diesen Strichen da rechts. Nee, auch nicht. Die sind einfach nur so bei mir da. Auf welche zeigen die denn? Die sind gefühlt alle nach oben gerichtet. Immer. Das unterste ist quasi 12 Uhr, dann auf 1 und auf 11. Das in der Mitte zeigt nach also 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12, 1 und 2. Und das ganz oben zeigt auf 10, 11, 12 und 1. Haben wir es gleich? Haben wir gleich das erste? Mein Gehirn explodiert jetzt schon wieder. Kannst du diese Striche verstellen oder was? Ja, also ich habe halt... mein oberes hat halt, wie gesagt, 4 Striche. Also halt, wenn wir das jetzt mal so machen, 10, 11, 12... 13, darunter hat 19, 11, 12, 13, 14 und darunter ist 11, 12, 13 und darauf steht ein Zeiger und die kann ich genau auf diese Position drehen und ich brauche halt so eine Dreierkombination und dann kann ich unten Button drücken und dann geht unten die Uhr auf, da ist ein Buch drin mit einem A? Ich habe ein A als Buch da drin. Ja, A wie Adam, keine Ahnung, Apfel. Ja, ein A habe ich auch. Das, mehr wollte ich nicht wissen. Ah, lol, ich habe hier links neben der von der. Da kann ich Deutsch. Links von der Uhr ist so ein Blumengemälde und da kann ich auch Dinger. Teile drehen. 2x2. Ah, ich habe auch so ein Bild mit den Blumen nebendran hängen. Und auch noch ein zweites mit den Blumen habe ich an der Treppe hängen. Ah, warte mal, das kann ich wahrscheinlich auch noch drehen, warte. Oh, ich... Was? Nochmal, ich hab außersehen gedrückt, sorry. Ich hab hier auch noch eins an der Treppe hängen. Kannst du es bewegen? Na, denn eine Treppe kann ich bewegen, ja. Jetzt ist die Frage, muss... Ich habe hier oben noch so ein Gemälde. Das ist voll weird. Ich habe ganz viele Tiergemälde, die ich aufsammeln kann und wieder platzieren kann. Also ich habe 3 Blumengemälde. Warte mal, ich guck mir gerade mal an. Siehst du diese Zeichnung an, oder? Okay, also ich kann meine Blumengemälde nicht bewegen. Und ich sehe sonst nichts, was ich machen kann. Bei mir kommt nur immer wieder die scheiß Uhr. Sonst sag mir nochmal an, was bei dir auf den Gemälden drauf ist. Wie gesagt, ich kann meine bewegen. Wahrscheinlich muss ich die einfach so machen wie bei dir. Also ich bin jetzt bei der Treppe. Okay, ich gehe hin. Da sind einmal relativ große Blüten. Dann sind da lange rote Blätter, dann so ein tiefrot-grün-Gemisch und dann eine einzelne kleine Blüte. Also die kann ich auswählen und dann so längliche mit so einem runden Kopf drauf. Du hast ja gesagt, du hast da welche mit so langen roten sind es
so, ich weiß nicht, wie man das die Dinger gerade nennt, diese Stiele, die halt da, diese Blüten, diese langen roten Stangen, Streifen. Mein Gott, ich bin auch so brain AFK gerade. Ich würde das jetzt einfach mal als rote Sonnenblume beschreiben. Ja, rote Sonnenblume, hört sich gut an. Die linke oben und die rechte oben, da ist die eine also so ein Viertel von der roten Sonnenblume ist in der linken Ecke und bei dem rechten, ich sag mal Quadrat, ist die Sonnenblume auf der rechten Ecke oben. Also quasi oben links und oben rechts ist jeweils so eine, ist ein Viertel von so einer Sonnenblume, ja? Ja, genau. Ja, hab ich. Die zwei unteren, da sind die, da ist die rote Sonnenblume in die Mitte. Also der linke untere ist quasi zur Mitte gerichtet und das rechte untere ist auch zur Mitte gerichtet, die Sonnenblume. Das quasi so eine halbe Sonnenblume in der Mitte ist. Okay, dann habe ich das fertig. Dann lass mal, wenn du die Treppe hoch gehst und dann rechts in der Ecke müsste auch noch eins hängen. Ah ja, stimmt, hast recht, okay. Ich würde das einfach immer an einem beschreiben, was man gut erkennen kann. Da ist ein so ein, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, wie nennt sich das hier, dieses, so ein Teichding, so ein Blatt. Und da in der Mitte ist so ein, sieht ein bisschen aus wie eine rote Pusteblume, wenn du so möchtest, so mit so länglichen. Ich weiß, was du meinst, so eine Wasserrose oder sowas, keine Ahnung, wie man die nennt. Das ist oben, wird quasi ganz oben, also dass das so eine halbe entsteht, ganz aber nach oben gerichtet. Ja, habe ich, also mittig dann beide. Genau, mittig beide und unten quasi genau gespiegelt, dass unten an der Kante endet die halbe. Okay, habe ich auch. Jetzt ist da unten noch eins neben der Uhr. Ich hoffe, wir haben das Richtige, weil die sehen, das sind schon so manche, die sind gleich aus, ne? Dass wir das auch das Korrekte haben. Aber ich denke schon, weil die andere sieht eher aus wie so Feuer irgendwie. Weißt du, was ich meine? Mir jetzt gegeben, oder was du mir jetzt gesagt hast, diese Seerose, das ist halt das Einzige, was die, also das mit den dicksten grünen Blättern halt, ne? Ja, okay, dann haben wir es richtig. Wo die Blätter irgendwie auch so, als ob so Wassertropfen drauf wären, oder? Ja, ich glaube schon, also so ein bisschen heller grün ist das da, ja, genau, ja. Yes, okay, perfekt, dann gehe ich zu dem unten an der Uhr. Da haben wir wieder... Da haben wir eine, die ist, glaube ich, relativ einfach zu sehen. Die ähnelt so ein bisschen, also die hat ganz feine Blätter. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Tannenbaum, wenn du so möchtest. Ah ja, die mit diesen ganz, ganz, ganz dünnen, wo 5 Stück von diesen dünnen Sträuchen zu sehen sind. Von diesen dünnen Zweigen, meinst du die? Ja, genau, die 5, ja. Okay, die sind jeweils immer in den Ecken bei mir. Also oben links ist linke obere Ecke, oben rechts ist obere rechte Ecke. Perfekt, ein Buch ist aufgegangen mit dem E-Buchstaben. Ja, habe ich auch gekriegt. Ich denke mal, wir müssen das nachschreiben, was wir auf dieser Zeichnung sehen. Was jetzt? Perfekt. An einem Bücherregal müsste eine Ausbuchtung sein mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 quasi freien Stellen, wo du dein Buch platzieren kannst. Und auf deinem Gemälde sind ja 6 Buchstaben. Und die müssen wir wahrscheinlich so anordnen, wie es auf deinem Bild bei dir oder bei mir halt ist. Ich such gerade. Ah, da ja, okay. Boah, Arnold, was los, Alter? Jetzt kommt ja richtig Big Brain hier, ey. Wow, die Pause hat sich gelohnt. Okay, ja, dann müssen wir es aber noch schaffen mit dieser Uhr, weil die Uhr ist ja auch noch, da ist ja auch noch ein Buch. Das heißt, wir müssen da noch weiterarbeiten. Was sagt die Uhr bei dir? Kannst du die Uhrzeiger noch drehen? Die Uhrzeiger kann ich nicht drehen, aber der sagt bei mir ziemlich genau 9 Uhr. Okay, bei mir auch, okay. Kannst du irgendwas anderes noch an der Uhr bewegen? Ja, außer halt die Sachen rechts, ne? Also wo ich die Sachen so einstellen kann, nichts, ne? Ja, aber dann muss es doch das sein, was ich dir gesagt habe. Oder haben wir da irgendwas übersehen? Mm.
Ja, das Ding ist halt, ich kann bei mir immer nur eine Sache einstellen. Du hast mir irgendwie drei Uhrzeiten genannt und das ist halt ein bisschen weird. Also, das verstehe ich nicht. Okay, also du hast, ich habe da jetzt so quasi drei Scheiben auf der Seite angezeigt. Einmal wie von 11 Uhr bis 13 Uhr, dann von 9 Uhr bis 14 Uhr und von 11 bis 13 Uhr. Jeweils von oben nach unten. Hey, die habe ich ja auch. Das sind ja diese, also die sind bei mir mit so roten Strichen markiert. Und darüber hängt bei mir so eine Drehscheibe, da ist so ein roter Pfeil, der zeigt halt immer auf einen so einen Strich. Ist bei mir gar nicht zu sehen. Also Was könnte das irgendwas denn bei sein? dir muss mir eine Info geben können, dass ich das einstellen kann. Ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwie was anderes Uhrmäßiges, was ich benutzen könnte. Oh mein. Ich habe da noch eine Kerze stehen, auf die ich bedienen kann. Kannst du auch irgendwo eine Kerze bedienen? So ein Kerzenständer mit 7 Kerzen drauf? Ja, den kann ich bedienen, aber ich kann dir sagen, welche du anmachen musst. Jetzt ist halt nur die Frage, von welcher Seite. Kann man ja ausprobieren, ist ja nicht das Problem. Ich glaube, das Model müsste das gleiche sein. Du hast unten so zwei Ausschwungdinger, so zwei, ne? Wenn du davor stehst, bei mir. Schrei nicht so, Mann. Hey. Bei mir hängt Wachs an der rechten geschwungenen Sache, wenn ich davor stehe. Also unten. Und dann weiter oben hängt links nochmal Wachs an dem Gestell. Okay, das Problem ist, bei mir sind die quasi in einer Reihe fast. Weißt du, das ist jetzt keine super geschwungene. Ich habe zwar, ist, die ist ein bisschen abgestuft von der Mitte aus, wird's immer, geht's ein bisschen nach unten. Aber es ist eine Reihe, das ist ein Strich quasi. Ja, aber das Gestell da drunter, das hat doch so ganz viele Verflechtungen. Ja. Okay. So, und dann hast du quasi den Ständer da in der Mitte. Und dann laufen da ja so zwei so geschwungene Sachen einfach. Die kräuseln sich unten. Ja, stimmt, ja. Hängt da bei dir ganz unten Wachs drin? Bei einem ja auf der rechten Seite, ja. Und links in der Mitte quasi so ein bisschen, so unter der zweiten Kerze. Ja, genau, das heißt, wir gucken gerade gleich drauf. Das heißt, du machst die erste an, die zweite, die fünfte und die letzte. Perfekt, Schublade ist aufgegangen mit dem Buch. I. An die vierte Stelle. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Zack. Geil. Viel zu einfach, das Game. Ja, noch, Alter, noch. Du hast kein, wie gesagt, keine Tierbilder hängen oder sowas von so komischen Storch oder so einem weißen Vogel mit zwei Schnabeln und einem Schneckenhäuschen auf dem Rücken. Doch. Wo ist der bei dir? Der hängt oben, wo das Blumenbild war, ganz oben, direkt links daneben. Okay. Wir machen mal damit gleich weiter. Da haben wir zumindest eine Ahnung, was man da machen muss, im Gegensatz zu dem Scheiß, den ich hier habe, ey. Okay, ich habe jetzt so ein. Ich sag mal, keine Ahnung, das ist irgend so ein Fabelwesen, wo so ein Löwe am Hals hängt. Das Tier oben hat ein Horn und sie haben wieder ein Schneckenhäuschen auf dem Rücken. Ja, das ist direkt vom Eingangsbereich, wenn du die Treppe runtergehst, links auf dem Boden das erste. Perfekt, okay. Ich habe jetzt genau dasselbe Bild nochmal. Das Vieh oben hat kein Horn und der Schwanz beißt sich selbst. Also der Schwanz ist so ein Vogel, der sich selbst beißt. Ist oben links neben dem Bücherregal. Okay. Dann geht's weiter. Das Vieh sieht aus wie ein Hase mit einem weißen Flügel und der Schwanz beißt sich selbst.
Direkt links neben dem, was du gerade aufgehangen hast. Okay, hängt gerade schon richtig. Dann habe ich nochmal diesen Vogel mit einem Schnabel und dem Schneckenhäuschen auf dem Rücken. Neben dem, was du gerade auf dem Boden platziert hast, mit den Hörnern und dem Schneckenhaus. Habe ich. Okay, dann habe ich noch so ein, auch nochmal so einen Hasenkopf mit dem Schneckenhäuschen auf dem Kopf, weißem Flügel und der Schwanz beißt sich selbst. Das ist das erste von der Treppe. Okay, dann habe ich jetzt nur noch meinen Dude mit der Schrift drauf. Und das hängt wahrscheinlich so dazwischen, zwischen der. Der Dude mit der Schrift, der hängt im Eingangsbereich. Also direkt von der Tür, wo wir reingekommen sind, rechts. What? Ah ja, ich hab's. Ist da jetzt irgendwas aufgegangen? Irgendwas ist aufgegangen. Und ich weiß gar nicht wo. Ich dachte, ich hätte auch was gehört. Ich gehe davon aus, irgendwo oben. Ah ja, bei dem einen Bild, wo sich der Hase mit dem Hasenkopf und der Schwanz sich selber beißt. Also Treppe hoch, links bei mir. Jo, habe ich gefunden. Ein N. Der letzte. Slot. Jetzt pass auf, jetzt habe ich, glaube ich, eine Ahnung, was ich machen muss. Stell ich mal eben zu dieser leuchtenden Lampe hin. Okay, ich stehe davor, ja. Ich habe links neben dem Ding einfach so einen kleinen Globus. Und sonst nichts rechts? Sonst nichts, ne. Okay, dann dreh dich mal um zu dem Schreibtisch. Da ist auch wieder links und rechts entweder. Auf dem Schreibtisch habe ich eine kleine Karte, also von links nach rechts jetzt, eine kleine Karte, ganz links. Dann, ich sag mal, so einen schwarzen Behälter. Das ist so eine Glocke, weißt du, so eine Glasglocke, aber in schwarz halt. Auf dem Tisch selber liegt ein Mikroskop, aber umgekippt, nach rechts umgekippt. Und ganz rechts steht eine Waage, aber mit nichts drauf. So, das heißt, du hast 1, 2, 3, 4 Objekte bei dir auf dem Tisch. Ja, ganz genau. Okay, dann muss ich da nichts mehr platzieren. Dann gehen wir zum Kamin. Ich sag dir mal, wo die Sachen platziert werden können. Einmal vor dem Kamin, links in der Ecke auf dem Stuhl. Dann nicht der Stapel direkt daneben, sondern der Stapel etwas weiter vorne darauf. Und dann auf dem Kaminsims oben, auf der linken Seite und ganz rechts. Ich habe ganz rechts einen Plattenspieler, oben auf den Kaminsims. Aber sonst habe ich da nichts irgendwie Wichtiges liegen. Auf dem Boden nur Bücher, auf dem Stuhl ist nichts. Und ansonsten ist da auch nichts zu sehen. Außer vielleicht noch so ein Bild von dem König im Bücherregal, aber sonst... Okay, ich habe jetzt noch zwei Items, die ich platzieren muss, und zwar oben. Kann ich einmal platzieren, da ist auch wieder, wenn du Treppe hochkommst, rechts einmal ein Schreibtisch. Da kann ich nur, wenn du vorstehst, auf der vorderen rechten Ecke was platzieren. Und links ist noch so ein Beitisch, da kann ich auf diesem Tablett etwas platzieren oder was das auch immer ist. Okay, ich habe dann nur rechts auf dem Schreibtisch eine Sanduhr. Und auf diesem kleinen Hocker-Ding ist nichts, also auf diesem kleinen Beistelltisch. Auf einem kleinen Regal, auf so einer kleinen Kommode unter dem Blumenbild, habe ich noch eine... So eine kleine Truhe und eine Lampe stehen. Nee, dann steht das hinter dir im Regal. Entweder im rechten Regal oder im linken Regal. Ich habe da wenn du die Treppe hochgehst, da ist ja dieses Eckregal und auf der linken Hälfte, sage ich mal, ist da ein Würfel in der Mitte rechts. Sonst habe ich da nur Bücher und, ja, erstmal noch, mach mal das. Ist schon offen. Ich weiß nicht, wo es aufgegangen ist, aber irgendwo ist was aufgegangen. Okay, nice. Ah ja, ich seh's. Wunderbar. Jetzt haben wir noch diese doofe Uhr. Und dieses behinderte Licht. Ein S. Das zweite. Weißt du, was ich mich gerade frage? Dieser Kuckuck. Der. Ja. Die ganze Zeit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der vielleicht ansagt, was man da machen muss. Kann das sein? Wenn ich, die Drehregler drehe, dann wird die langsamer.
Keine Ahnung, kannst mal versuchen. Ich kann damit die Pendel einstellen. Das ist das, damit stelle ich quasi die Gewichte ein. Okay, ich kann dir sagen, wie die bei mir hängen, wenn du willst. Ja, versuch mal. Okay, also das unterste, also was am tiefsten hängt, ist die Mitte. Dann links ist ein bisschen höher, so ein Drittel höher. Und rechts ist quasi um die Hälfte höher als das in der Mitte. Hoffentlich klappt's, keine Ahnung, ob er damit Moment. Ich kann mit dem oberen kann ich die Gewichte einstellen, mit dem mittleren die Geschwindigkeit und mit dem unteren die Tonhöhe von dem Dude. Alright, okay. Also, du sagst, das links ist mittig, das in der Mitte ist ganz unten und das rechts ist ganz oben? Könnte sein, ja. Oder ja, wenn es nicht mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt. Also, die eine Einstellung ist links ist ganz unten, Mitte ist oben, rechts ist mittig. Dann ist links, also so eine Treppe von links nach rechts. Dann habe ich einmal, ich sag jetzt einfach nur noch mittig, unten, oben. Ja, so ist es. Ja, genau, die letzte Stufe wäre halt mittig, oben, mittig. Also okay, es ist dann die dritte Stufe. Also mittig, unten, oben ist es. So, und jetzt bin ich am Überlegen, wie wir die Geschwindigkeit hinbekommen. Ich kann einfach mal sagen, wie die Uhr schlägt. Ich meine, wir können sie mal tryen, oder? Ja, kannst versuchen. Also, pass mal auf. Ich sag's dir gleich, wenn es links anfängt. Ja, wir fangen von links an. Klack, 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 klack. Okay, Arnold, du musst noch mal. Ich muss gucken, ob das jetzt zu langsam ist. Okay, ich fange gleich an, warte. Klack, 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 klack. Okay, also Geschwindigkeit habe ich und jetzt frage ich mich, wie sollen wir die Tonhöhe bestimmen? Das ist halt absolut wack. Wie soll denn das gehen? Ich weiß es nicht, wie ich das machen soll. Das ist total dumm. Der steht unterschiedlich. Einmal hat er, glaube ich, einen Hammer, einmal hat er gar nichts und einmal steht er so nach vorne gebeugt. Okay, ich achte drauf. Einmal sitzt der. Okay, einmal sitzt der, einmal hat der irgendwas in der Hand und einmal springt er so nach vorne, in Anführungsstrichen. Er sitzt. Ist offen. Easy. Easy, Leute, easy. Okay, jetzt haben wir noch das Problem mit der leuchtenden Lampe. Und jetzt wird's richtig scheiße. Hey, warte mal. Ich darf den Kristall nur dann drücken, wenn dein Ding blinkt, glaube ich. Ich glaube, das bedeutet's bei mir. Wenn es blinkt, berühre ich das. Okay, sag ich dir gleich. Boah, Alter, wir sind gerade so auf Arnold, Alter. Boah, wie kann man nur so schlau sein? Wie kann man so viel Hirn im Kopf haben? Das ist impossible. Lass es mal funktionieren, okay? Ist immer noch aus. Jetzt. Mal, das ist so ein Schmutz, okay. Da muss man richtig easy abpassen. Der blinkt halt teilweise. Jetzt noch. Ja! Ich hab keine Ahnung, was. Jetzt ist er jetzt an oder nicht? Ja, der blinkt halt so, ne? Ich verstehe das auch nicht. Der ist halt instant wieder aus, also wahrscheinlich ist der Delay vom Sprachchat einfach länger als wieder jetzt. Hey, du hast gerade safe gedrückt. Also, du hast gerade wirklich safe gedrückt. Ja, bei mir sind die Lampen auch alle wieder aus, also das eine ist wieder ausgegangen. Okay, ich hab's wieder resettet quasi. Arnold, ich glaube, je nachdem welchen Kristall du da hinbringst, also ich weiß nicht, ob du den bringen kannst, leuchtet der unterschiedlich schnell oder langsam und erst wenn der dauerhaft leuchtet, ist es der richtige oder so? Ich trage sie nicht, ich gehe nur hin, das ist quasi eine Lampe, die irgendwo steht
Und die kann ich nur bedienen, quasi anmachen, nur so antippen oder so. Mehr kann ich nicht machen. Weil ich habe hier halt auch echt nur so ein komisches Handbuch, wo halt drin steht, wenn die Lampe leuchtet, berühre den Kristall oder so und dann leuchtet der Kristall selbst. Und wenn der leuchtet, kannst du links irgendwie was rausziehen, keine Ahnung. Genau das Buch habe ich auch. Und ich das bedeutet quasi, wenn ich den Kristall anmache, öffnet sich eine Sicherung an diesem Ding, an diesem Tresor. Verstehst du? Und dann kriegen wir das auf. Deswegen, ich habe hier 4 Kristalle. Es sind 4, es sind 5 Schrauben, 5 Kristalle. Und wenn wir die anhaben, geht das Ding auf. Nur die Frage ist, wie machen wir das auf? Also, echt im Timing, glaubst du? Ich weiß es nicht. Ja, wenn du sagst, das Buch hast du auch, dann wäre ich ja jetzt wieder vollkommen nutzlos. Und das Spiel ist nicht so designt, dass du das alleine machen kannst. Und ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich machen muss. Ja, das Problem, bei mir leuchtet der Kristall an dem Tresor nicht. Ich sehe nicht dieses Blinken oder Pulsieren. Ich weiß nicht, wann ich drücken muss. Ja, für mich scheint der aber auch irgendwie so zufällig zu... Stehst du jetzt gerade neben dem Kristall? Jetzt ja, aber ich kann ihn gerade nicht bedienen. Jetzt ja. Weil jetzt leuchtet gerade gar nichts. Das heißt, sobald ich weg bin, leuchtet er oder was? Ich gehe mal kurz in der Ecke. Also das Ding ist derzeit komplett aus, also das macht gar nichts. Musst du was aktivieren vielleicht? Oh, jetzt blinkt es ganz... Jetzt habe ich ihn aktiviert. Jetzt ist ein Schloss aufgegangen. Langsam, jetzt schneller. Jetzt langsamer. Bist du gerade an einem Kristall vorbeigelaufen? Ja, jetzt bin ich an einem. Warte, ach so, muss ich quasi die richtige Reihenfolge machen, oder was? Ich gehe von... Jetzt leuchtet es langsam. Ich glaube, das muss ganz schnell leuchten, wenn du in der Nähe bist, oder? Jetzt wird es schneller, jetzt wird es ganz schnell. Okay, wir haben es, glaube ich. Okay, machen wir weiter. Ja, leuchtet wieder langsam, schnell. Leuchtet wieder. Ja, wird der richtige sein, denke ich. Ah, perfekt, Alter. Viel zu einfach das Spiel. Arnold, viel zu einfach das Spiel. Wo ist die Herausforderung, Mann? Easy's auf. So, und ich glaube, jetzt muss ich deinen Namen nachbauen und du meinen. Sei denn, du hast deinen noch nicht drin. Ich habe meinen schon drin, ja. Ich muss wahrscheinlich deinen nachbauen, ja, alles klar. Hau raus. Was ist ganz links? Also wie gesagt, N-E-P-I-A-S. N-E-P. Was war nochmal? N-E-P? Zweite Stelle ist ein E. N-E-P-I-A-S. Aha. Okay, ich hab's. Jetzt einmal dein. Erste Stelle E. Zweite Stelle S. P. I. A. N. Viel zu easy, Mann. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Hey, voll weird. Es öffnet sich doch eine andere Tür. Ich dachte, ich muss hier durch so eine kaputte Tür, wo so ein Schacht ist, Mann. Okay, krank.